Da bist du ja endlich. Sehr gut. Es gibt viel zu tun und die Zeit läuft uns davon. Er erkennt, was das ist. Was passiert? Hallo, Akolyt. Wartet einen Moment. Lasst mich euch ansehen. Ihr seid also Aufseher Tremels Geheimwaffe, was? Schon beeindruckend, muss ich sagen. Aber ich fürchte, der alte Mann hat einfach zu lange gewartet. Ich bin Vemhryn, und im Gegensatz zu euch musste ich mir alles, was ich habe, hart erkämpfen. Ich verlange Respekt. Es wäre ein Fehler, mich wütend zu machen, Vemhryn. Ihr werdet überrascht sein, aber eigentlich versuche ich, euch vor dem Tod zu bewahren. Wenn Aufseher Tremel schon reagiert hätte, als ich vor einem Jahr hier ankam, hättet ihr vielleicht eine Chance gehabt. Aber jetzt zu schwach, zu spät. Das ist lächerlich, Vemhryn. Töten wir ihn einfach und verstecken wir seine Leiche. Wir sind nicht mehr auf Balmorra, Dolgis. Hier gibt es Regeln, Traditionen. Wir überlassen die Spielchen Aufseher Tremel und seiner letzten erbärmlichen Hoffnung hier. Ich werde euch erst alles nehmen und euch dann töten. Ihr habt ja keine Ahnung, wen ihr euch gerade zum Feind macht. Kommt ihr, Dolgis? Ich bin schon da, Vemhryn. Tiefelecker Dolgis. Hört gut zu, nutzloser Wichtigtuer. Akolyten dürfen sich nicht gegenseitig umbringen, aber Unfälle passieren immer wieder. Und ohne Zeugen ist es kein Mord. Das ist die letzte Warnung. Vemhryn ist hier der Anführer. Wenn ihr euch mit ihm anlegt, sterbt ihr. Gut. Tochter. Du bist zurück. Glaube ich. Du scheinst unversehrt zu sein. Wie gefällt dir deine neue Klinge? Das wird genügen. Vater, was soll das? Ich habe meine Kriegsklinge gerade erst bekommen und ich bin schon seit 6 Monaten hier. Ich habe meine Gründe, Eskella. Du wirst niemandem auch nur ein Sterbenswort davon verraten. Verstanden? Ja, verstanden, Vater. Noch ein Piepsvögelchen und du wirst es bereuen. Pieps, pieps, pieps. Autsch! Idiot! Wenn es euch nicht gefällt, sagt es doch einfach. Ich kann auch andere Tiere. Schreckkatze, Froschhund, kowakianischer Echsenaffe, was ihr wollt. Ihr, ich bin Kerkermeister Nash. Ich beaufsichtige diese Zellen und Sklavengruben. Ihr seid der Akolyt, den Tremel für den Test geschickt hat, richtig? Er hält viel von euch. Wir sollten zur Sache kommen. Das lässt sich machen. Also, diese 3 Gefangenen wurden zur Überprüfung hergebracht. Ihr müsst sie angemessen verhören und dann über ihr Schicksal entscheiden. Die Verurteilten werden normalerweise hingerichtet oder müssen in einem Gerichtskampf ihren Wert beweisen. Wie ihr auch entscheidet, ihr vollzieht die Strafe. So sollte es sein. Mich interessiert nicht, ob er unschuldig ist oder nicht. Foltert ihn so lange, bis er es zugibt. Ruhe, zappeliger Narr. Die Entscheidung ist gefällt. Ist das alles? Alles, was Lord Renning bekommen konnte. Kehr zu deinem Meister in den Bestienpferchen zurück, bevor ich dich in Stücke schneide. Entschuldige die Wartezeit. Diese Unterbrechungen sind wirklich lästig. Marker Ragnars Bestie. Ja. Ach ja, erstmal Knochen essen.
Wen haben wir denn da? Erinnert ihr euch an mich? Sofort den Weg freimachen. Es gibt einen Grund, warum ich hier stehe. Habt ihr es schon bemerkt? Keine Zeugen. Keine Zeugen bedeutet keine Regeln. Schluss mit den Abkürzungen, Schluss mit der Sonderbehandlung. Ihr werdet einfach ein weiterer toter Versager auf Korriban sein. Wartet, wartet! Ich habe mich geirrt. Was die Leute über euch erzählen, ist alles wahr. So stark. Ich will nicht sterben. Bittet nicht um Gnade und erwartet auch keine. Sterbt wie ein Sith. Ich habe versagt, Vemrin. Wir müssen dringend miteinander reden, Akolyt. Die Zeit läuft uns davon. Meine Berechnungen waren nicht ganz akkurat. Marka Ragnos Bestie war eine starke Quelle dunkler Energie hier auf Korriban. Ihr Tod hat zu einer Erschütterung der Macht geführt. Darth Barras hat diese Erschütterung gespürt und ist sich deiner Gegenwart bewusst geworden. Er verlangt eine Audienz. Gut. Auf diesen Moment habe ich lange genug gewartet. Nach dem Treffen wirst du dir vielleicht wünschen, dass du mehr Zeit zur Vorbereitung gehabt hättest. Barras ist ein ernsthafter Mann und ein Meister der Täuschung. Alles, was er tut und sagt, ist berechnet. Er wird versuchen, dich in die Ecke zu drängen, um deinen Charakter zu prüfen und den Kern deiner Persönlichkeit zu ergründen. Du musst ihn jederzeit ernst nehmen. Jederzeit. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Tremel. Ich wünschte nur, wir hätten etwas mehr Zeit gehabt. Vielleicht sprechen wir uns nie wieder, Akolyt. Du bist die beste Chance, Vemrin aufzuhalten. Wenn du scheiterst, wird es auch niemand anderes schaffen. Viel Glück. Darth Barras erwartet dich in seinen Gemächern. Beeil dich. Er wartet nicht gerne. Da, Tenno. Ich glaube, es ist soweit. Wirklich? Also gut. Hey, ihr! Vorsicht, Tenno. Kommt schon, ich brauche etwas Abwechslung. Ihr da! Seid ihr der, von dem hier alle sprechen? Der, der angeblich von Darth Barras höchstpersönlich hergebeten wurde? Zur Sache, bevor ich das Interesse verliere. Bitte verzeiht meinem übereifrigen Freund. Wir haben nur schon so viel von euch gehört. Und wir wollen uns mit euch gutstellen. Tenno, was mein etwas vorlauter Partner hier sagen will, ist, dass ihr euch an uns wenden könnt, wenn ihr euch, sagen wir, um etwas oder irgendwen kümmern müsst. Sie spricht von Vemrin. Wir werden ihn für euch töten. Tut mir leid. Ich hätte Tenno einen Maulkorb anlegen sollen. Also was sagt ihr? Wir wissen, dass Vemrin versucht hat, euch töten zu lassen. Wollt ihr, dass er stirbt? Diese Freude hebe ich für mich selbst auf. Wir würden es nie wagen, euch dieses Erlebnis zu nehmen, aber bedenkt Folgendes. Es gibt Regeln. Akolyten dürfen sich nicht einfach in der Öffentlichkeit gegenseitig töten. Jeder weiß von eurer Rivalität. Wenn ihr ihn tötet, werden die Lords die Schuld bei euch sehen. Aber wenn Vemrin stirbt und ihr ein Alibi habt, würde es den Leuten zwar suspekt vorkommen, aber man könnte euch die Tat nicht anlasten. Versteht ihr? Ich weiß nicht. Wie kann ich sicher sein, dass ihr es auch schafft? Wir beweisen es euch. Lasst uns einen Testkampf absolvieren und entscheidet danach, ob wir die Fähigkeiten für dieses Unternehmen haben. Ich habe keine Zeit für Kinderspiele. Oh, es wird nicht lange dauern. Ihr werdet schnell erkennen, wie beeindruckend wir sind. Kommt schon, Jungs. Zeigen wir, was wir drauf haben. Oh, oh. Ihr habt uns alle vier besiegt? Das ändert alles. Wie man hört, ist Vemrin euch kräftemäßig gleichwertig. Wenn wir nicht mal im Training mit euch mithalten können, werden wir ihn nie töten können. Unsinn. Ich finde, ihr seid der Aufgabe gewachsen. Das denkt ihr wirklich? Was heißt das, Fein? Es heißt, dass Vemrin ein toter Mann ist und wir den besten Partner überhaupt haben. Die meisten von euch werden von diesem Unternehmen nicht zurückkehren. Wenn ihr sterbt, wird man euch vergessen. Wenn ihr aufgebt, werdet ihr sterben. Und jetzt geht mir aus den Augen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Das solltet ihr auch. Für euch ist bald Schluss, Klemral. Bleibt mir einfach aus dem Weg. Seht her, Vemrin. Ich sehe den Emporkömmling. Aber kein Zeichen von Dolgis. Klemral, Vemrin, ihr könnt gehen.
Ja, Meister. Ich habe euch unterschätzt, als ich Dolges schickte. Das wird nicht noch einmal passieren. Lass mich dich näher ansehen. Ja, so wie ich vermutet hatte. Aufseher Trämel hat dir und dieser Akademie einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Deine Kriegsklinge kam zu früh. Gefangene wurden für dich eingeflogen. Und sogar eine Bestie wurde nach Korriban gebracht. Statt dass du auf irgendeinem anderen Planeten in der Wildnis kämpfst. Die zeitliche Abfolge der Prüfungen ist entscheidend. Volle Hingabe bringt nur über einen längeren Zeitraum die richtigen Resultate. Dein Geist ist weich, untrainiert, ohne Disziplin. Das sehe ich entschieden anders. Im ersten Monat der Prüfungen sollte es um Philosophie, Taktik und das Verstehen des Kodex der Sith gehen. Nenne mir den Kodex der Sith, Akolyt, und erkläre mir seine Bedeutung in Kampf, Krieg und Politik. Der einzige Kodex, den ich kennen muss, lautet Töte oder werde getötet. Deine Fähigkeiten sind unbestreitbar. Doch dir fehlt es eindeutig an Reife und Verständnis für die Geheimnisse der Sith. Ich bin jetzt ein Meister. Trämel hat schon schlampige Arbeit gemacht, bevor du überhaupt hier ankamst. Seine fehlende Bereitschaft, sich daran anzupassen, dass sich die Lehren der Sith weiterentwickeln, ist zu einem Risiko geworden. Er ist zu einem Verräter geworden. Verräter werden hingerichtet. Ich gewähre dir Straffreiheit. Töte Trämel und bringe mir seine Hand als Beweis. Es wird mir eine große Freude sein. Geh jetzt. Ich bin sicher, Trämel ist noch in seinen Gemächern. Kehre erst zurück, wenn er tot ist. Sieh an, der Akolyt kehrt mit einer blutverschmierten Waffe zurück. Das bedeutet wohl, dass Trämel nicht mehr lebt. Gib mir seine Hand. Hier, nimm diesen Ring als Erinnerung. Die Vergangenheit kann den Geist stärken, klären und ermutigen. Ich bin beeindruckt, dass du die Kraft hattest, ihn zu besiegen. Er hat dich als Teil seiner Familie gesehen. Wie hat es sich angefühlt, ihn zu hintergehen? An diesen Tag werde ich mich noch lange erinnern. Ich habe ihn genossen. Gut. Erfreue dich daran. Nicht jedes deiner Opfer wird so bedeutend sein. Du hast den ersten Schritt zum Verständnis des Kodex der Sith gemacht. Frieden gibt es nicht. Nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlangen wir Stärke. Durch Stärke erlangen wir Macht. Durch Macht erlangen wir den Sieg. Durch den Sieg zerbersten unsere Ketten. Die Macht wird uns befreien. Indem du den Kodex angenommen und Trämel ausgeschaltet hast, konntest du dich von seinen Fesseln befreien und seinem Schicksal entfliehen. Ich verstehe jetzt. So gefällt mir das. Ich dachte mir schon, dass du schnell lernen würdest. Also, es gibt heilige Ruinen in Tulakhords Grab. Die uralten Inschriften, die einst die Wände jeder der Ruinen verzierten, sind zerstört. Du wirst im Grab alle Ruinen durchsuchen und mir eine Scherbe von jeder der Inschriften bringen. Versagst du, wirst du sterben. Vemrin und meine anderen Akolyten wurden schon losgeschickt. Es gibt keine Regeln, wie man an die Scherben kommt. Und sie werden sich von nichts aufhalten lassen. Kämpfe dich durch Tulakhords Grab im Tal der dunklen Lords und bringe mir die Scherben von jedem der zerstörten Schreine. Ihr habt es geschafft, nicht wahr? Ihr habt die Scherben aus dem Grab geholt und kehrt nun zu Lord Barras zurück. Sofort den Weg frei machen. Das werte ich als ja. Stopp, es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte durch das Grab gelangen, aber dort waren einfach zu viele Shyrax. Ich konnte knapp entkommen. Ich dachte, ich überrumple euch und nehme euch die Scherben ab. Aber wie ich sehe, ist das genauso zwecklos. Vemrin ist bereits mit Barras drin. Alle anderen Akolyten sind tot. Ihr wart meine letzte Chance. Das ist das Ende. Ich werde nie ein Sith. Wenn ich nicht mit den Scherben zurückkehre, wird Barras mich umbringen lassen.
Ich erspare Varas die Mühen, euch beim Rumheulen zuzuhören. Sterbt! Ah, der Bittsteller kehrt zurück. Und er hat alle Scherben aus Tulak Horts Grab dabei. Fantastisch. Anscheinend wurden deine Hoffnungen zerstört, Vemrin. Der Anschein kann trügen. Entschuldige, Vemrin. Es hat ihm gar nicht gefallen, dass du ihm diese jungen Akolyten auf den Hals gehetzt hast. Auch wenn es nur untrainierte Novizen waren. Diesen Trick habe ich von Vemrin gelernt. Ich habe ihn nur seine eigene Medizin schmecken lassen. Die Spannung ist stark zwischen euch beiden. Eine großartige Quelle für Emotionen. Ich frage mich, was passiert, wenn es zum großen Knall kommt. Ihr seid beide kurz davor, Sith zu werden. Doch nur einer von euch wird die Möglichkeit erhalten, ein besonderes Lichtschwert sein eigen zu nennen und als mein Schüler zu dienen. Ich dachte, du wärst es, Vemrin, doch ich habe meine Meinung geändert. Was? Ich habe alles getan, was ihr gefordert habt. Und das besser als die anderen. Die Ehre sollte mir gebühren. So soll es sein. Gewöhnt euch daran, in meinem Schatten zu stehen. Im Moment ist Vemrin genauso gut wie du, doch die Macht ist stärker in dir, Akolyt. Und du verbirgst eine versteckte Kraft. Es war eine einfache Entscheidung. Also, Vemrin, warte in meinem Vorzimmer auf meine Anweisungen. Sofort! Also, ich hoffe, du hast wenigstens eine Ahnung, wie glücklich du dich schätzen kannst. Dass ich dich ausgewählt habe. Dank meiner Führung wird die Galaxis dir zu Füßen liegen. Ihr werdet es nicht bereuen, Varas. Ich bin ein geborener Sith. Das Lichtschwert, das du suchen wirst, ist alt und sehr mächtig. Es liegt in einer verbotenen Höhle in Nagasados Grab. Nur wenige Sith haben es je betreten. Fast niemand weiß, wo der geheime Eingang ist. Aber in den Sklavenpferchen ist eine Twi'lek, die vor kurzem gefasst wurde, als sie sich Zugang verschaffen wollte. Wie man hört, ist sie ziemlich stur. Nimm sie mit und lass dir von ihr den Eingang zur verbotenen Höhle zeigen. Ich werde mich darum kümmern. Andere Akolyten, die gerade versuchen, ihre Prüfung zu beenden, werden ebenfalls zum Grab geschickt. Die Regeln der Akademie gelten dort nicht. Sie werden versuchen, dich zu töten. In diesem Test wird sich entscheiden, ob du ein Sith wirst. Bereite dich also gut vor. Wer Nagasados Grab betritt, spielt mit dem Tod. Autsch! Wollt ihr wohl endlich aufhören? Ich versuche nur ein bisschen Spaß mit dir zu haben, solange ich es noch kann, Sklavin. Ah, wie auf Bestellung. Wen haben wir denn da? Es heißt, dass ihr vielleicht von Lord Varras geschult werdet. Gute Arbeit, wenn ihr es tatsächlich schafft. Also, wie ich höre, erlöst ihr mich von dieser Twi'lek. Sie ist eine echte Nervensäge. Ha! Wer ist hier eine Nervensäge? Wenn ich eine Säge hätte, wäre ich nicht mehr hier. Da ist es. Der geheime Eingang zur versteckten Höhle ist hier drin. Ich muss mich nur gerade orientieren. Lass dir Zeit, Sklavin. Es reicht, wenn du den Eingang gefunden hast, sobald ich mit deinem neuen Meister fertig bin. Ich bin nicht gerade überrascht, euch zu sehen, Vemrin. Ihr seid unglaublich berechenbar. Meine Leidenschaften sind stärker als eure. Ich bin die Essenz dessen, was ein Sith ausmacht. Mein Recht wurde mir lange genug vorenthalten. Ab heute wird man euch vergessen. Es endet hier und jetzt. Es war meine Bestimmung, Varras Schüler zu werden. Bin ich so weit gekommen? Habe ich so viele Hindernisse überwunden? Nur um mich jetzt als unwürdig zu erweisen? Ich habe lange darauf gewartet, euch in eure Schranken zu weisen. Stellt euch vor, es war einfach, euch zu besiegen. Dann tut es! Tötet mich! Alle Achtung! Gute Arbeit. Finde einfach die verbotene Höhle. Das habe ich doch schon. Seht ihr?
Der geheime Eingang ist gleich hier. Keine Ursache. Hier ist mein Dank an dich, Sklavin. Viel Spaß damit. Ah, es tut mir leid. Atmosphärisch. Nagasados Grab. Die uralte Waffe. Bemerkenswert aus. Und wie ich mich auf diesen Tag freue. Scheinbar wird unsere Klinge direkt mal eingeweiht. Ihr Mörder! Mein Vater war ein treuer Traditionalist und er war besonders streng mit mir. Aber wir sind eine Familie. Dachtet ihr, ihr würdet mit dem Mord an ihm durchkommen? Die Konsequenzen interessieren mich nicht. Dann gebt ihr es also zu. Ihr habt ihn getötet. Woher sollte ich sonst seinen Ring haben? Seht ihr? Ich werde diesen Ring von eurem rauchenden Leichnam reißen! Euer Ring kommt zur Sammlung. Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr ihm das Leben nahmt! Angriff! Beeindruckend. Du hast nicht nur die Kooperation der Twi'lek erlangt, sondern auch deine Aufgabe erfüllt. Das alte Lichtschwert gefunden. Vemhrin war nicht in meinem Gemach, wie ich es befohlen hatte. Ich gehe davon aus, dass er dich aufhalten und die alte Waffe für sich haben wollte. So ist es. Sollen die Bestien im Grab seine Leiche fressen? Bravo. Du hast wirklich die Möglichkeit, einer der besten Sith in der Galaxis zu werden. Deine Prüfungen sind vorüber. Du bist jetzt mein Schüler. Das hat lange genug gedauert. Achte auf deinen Ton, junger Anwärter. Das alles ist nur der Anfang. Mit dir als meiner rechten Hand werden wir den Feinden des Imperiums Angst einflößen. Ich muss mich mit dem Imperator treffen und ihm von deinen Fortschritten berichten. Mit diesem fairen Ticket kommst du nach Dromund Kaas. Triff mich dort in der Zitadelle. Richte dem Imperator meine Grüße aus. Ich bin sicher, er wird sich sehr darüber freuen. Betrachte die Twi'lek-Sklavin als mein Geschenk. Tu mit ihr, was du willst. Wenn sie nützlich ist, kannst du sie auch nach Dromund Kaas mitnehmen.